Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Nice Eye 36 und herzlich willkommen Neues aus der Werkstatt. Ich mache ja eine Zusammenfassung der letzten Tage, beziehungsweise ist es ja, glaube ich, schon fast eine Woche her. Für mich, für euch natürlich nicht, aber ja, sei es drum. Jetzt muss ich glatt überlegen, was haben wir denn alles gemacht? Wir haben die Pumpe gemacht, die haben wir zerlegt, da wart ihr mit dabei, zum größten Teil. Und die Vespa habe ich erwähnt. Und da mache ich jetzt mal einen Zusammenschnitt. Die Vespa ist jetzt komplett zerlegt, die ist auch schon eine Weile komplett zerlegt in alle Einzelteile. Ich mache einen Rundblick, ich nehme euch mit in die Lackiererei, ich nehme euch mit hier in die Werkstatt und zeige euch, was ich bislang gemacht habe, außer dass ich hier ein bisschen aufgeräumt habe, ein bisschen sauber gemacht habe und versucht habe, das Tor da hinten sauber zu machen. Das ist zwecklos. Wenn ich da mit Nitroverdünnung oder mit Verdünnung rangehe, geht die Farbe runter und mit Bremsenreiniger kriege ich die Fingertapper nicht weg. Ja, also es ist eine Werkstatt, was soll man machen? Ja, bis ich meine eigene Halle wieder habe, wird es ja noch ein paar Monate dauern. Also der Plan, was heißt der Plan? Der Wunsch ist Januar oder Februar, dass ich wieder eine eigene Halle habe. Da sind wir momentan dran. Werde ich auch noch mal mit den entsprechenden Leuten konferieren, ob das denn nun auch wirklich so ist. So, dann würde ich sagen, ich zeige euch ganz einfach, was ich bislang gemacht habe. Und das eine oder andere werden wir uns dann anschauen, wie ich das mache. Und ja. Habe ich schon gesagt, willkommen bei Nice Eye 36. Einige von euch erinnern sich ja mit Sicherheit noch an den Tank. Das hatte ich, glaube ich, in einer Seitenansicht gezeigt. Ansonsten schaue ich mal. Und das war dann hier der Tank. Und den habe ich jetzt aufbereitet. Und was hier war, das ist ja die Außenseite, die hinter der Verkleidung ist. Hier war ja alles gelb drüber gejaucht. Ja. Ich nehme euch mal in die Hand. Dann schauen wir uns das an, wie schön der Tank jetzt aussieht, besser wie neu. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn geschrubbt, ich habe mit Nitroverdünnung gearbeitet und jetzt ist er mit jeder Menge, zuerst mit Kunststoffpflege, habe ich ja spezielle Mittel, habe ich ihn eingelassen, habe es einwirken lassen, habe es dann abgewischt und trocken gemacht. Dann gab es eine Runde Silikonspray und dann gab es eine Einarbeitung mit Silikonfett. Und das ist das Ergebnis. So, da hinten liegen die ganzen anderen Teile noch. Den hier werde ich jetzt mal wieder aufräumen. Aufräumen, hinstellen werde ich ihn. Ja. Und da haben wir dann die ganzen restlichen Teile von der Vespa in dem Regal und habe ich hier eine Palette stehen mit dem Motor und so hat das Ganze, ich sehe mich nicht so gelb hier, zeige ich euch im Detail. So haben Schläuche ausgeschaut, hier ist, es müsste Bremse sein, wenn ich mich nicht irre, ja. Die Bremsleitung, dann einige Kabel und so weiter. Das ist halt alles noch Sachen, die ich noch machen muss. Hier ist der Motorhalter gelb, sieht man ja. Ne? Diverse Stecker sind gelb. Die ganzen Kabel hier. Der Motor ist noch schmutzig. Ja, das ist also eines der nächsten Arbeiten. Hier haben wir die zerlegte Pumpe. Hier sind Teile von der Pumpe. Das ist, was ist das? Ach so, ja, ein leerer Karton. Hier haben wir Pumpenteile. Und da bin ich momentan dran. Da haben wir ja, glaube ich, gesehen, da drin ist eine Feder. Die sieht man so, glaube ich. Ja. Das sind normalerweise drei Federn, die hier drin sind. Zwei haben wir, eine ist weg. Also müssen wir da die entsprechenden Ersatzteile organisieren. Reifen, statisches Reifenbuchtgerät. Hier ist dann der Rest von der Pumpe. Ja, es ist momentan, ich muss ja zwischendrin auch noch arbeiten. Ja.
muss ja noch mein Geld verdienen. Ja, und da haben wir den Vespa-Auspuff, möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Der ist also auch Wrinkellack, hitzebeständig, von mir aufbereitet, geschliffen und dann Auspufflack, Wrinkel-Auspufflack drauf. Sollte für die Vespa reichen, wenn nicht, ja, was soll ich machen? Das Teil gehört zum Previa, den wir gestern Abend auch geschweißt haben, heute Abend nochmal schweißen und am Mittwoch werde ich die Getriebelager wechseln. Ja, und so sieht es hier aus. Und das nächste, was ich mache, ist dieser Schlauch. Ja, da setze ich mich dann hier hin, dann ziehe ich meine Maske auf. Da haben wir Nitroverdünnung. Da braucht ihr, ja, ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr sowas macht, wenn ihr Schläuche bearbeitet. Die Schläuche müssen zum Schluss so aussehen. Und der Schlauch hier oder das Schlauchgewehr hat genauso ausgeschaut wie dieser. Ja. Und den dann nachher richtig gut zuerst mit Gummipflege, ich da hinten in meinem Regal, mit Gummipflege wieder einbalsamieren, einwirken lassen, mindestens eine Stunde, dann gut abwischen und dann nehme ich immer Silikonfett, genauso wie mein Freund und YouTube-Kollege Zamschel. Das hat sich bewährt. Hier im Übrigen habe ich versucht, die Tür sauber zu machen und da sieht man es, glaube ich. Also das war mal voll der Schuss im Ofen, der Fleck hier. Ja, es ist eine Werkstatt, was will man machen? Mit Bremsenreiniger kriege ich es nicht weg. Muss man da mal was einfallen lassen. Gut, schauen wir uns an, wie der Rest von der Vespa aussieht. Außer die Teile, die beiden Sachen, vordere und hintere Kanzel, kommt neu. Es gibt einige neue Teile, die da drauf müssen, die ganz einfach defekt sind. Hier haben wir dann die Elektrikkiste mit dem Rücklicht. Bekommt einen neuen Scheinwerfer, nehme ich an. Das muss ich aber alles noch mit dem Meister abklären. Ja. Und solche Geschichten hier, dieses verdreckte Ding, das möchte ich natürlich auch hinkriegen. Da nehme ich euch dann nachher mit. So, jetzt schauen wir uns mal das Fahrgestell bzw. die Karosse von der Vespa an, wie die jetzt mittlerweile aussieht. So, was ist sie? Ja. So ist sie jetzt lackiert. Das ist doch mal das absolute Wahnsinn, oder? Ja, natürlich nicht. Das ist eine Grundierung und diese Farbe, die da drauf ist, dient nachher zum Verschleifen. Ja. Wie gesagt, die hatte ja mal einen Unfall, wie wir rausgefunden haben, weil hier sind die Bleche neu eingeschweißt, genauso wie hier. Das sieht man ja und da ist ein kleines Loch, was zugeschweißt worden ist. Und unser Spengler und Lackierer, der da drin arbeitet und nicht aufgenommen werden möchte zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Also das wird geschliffen, das ist die Grundierung und dann geht's an die Lackierung in Orange. So, ihr Lieben, ich werde mich jetzt in meine Maske werfen und meine Handschuhe anziehen. Und dann machen wir da vielleicht einen Timelapse draus, wie ich das Ding aufbereite. So. Jetzt hört ihr natürlich so gut wie nichts mehr von mir. Aus diesem Grunde, ich zu. Fuck. Komm her da. Ja, sage mal. Passt doch da nicht. Jetzt. So. Ja. Zeige ich es euch halt. So. Das ist jetzt also die Maske. Ach, Gegenlicht. Ja. So, Brille auf. Dicke Latex-Handschuhe an.
Und dann kann es losgehen. So, jetzt will ich versuchen, den Dämpfer rauszunehmen, weil, oh, das ist geschlitzt, passt, das Orangene hier, das wollen wir matt machen, schwarz-matt. Löst sich fein. Das schwarze Kunststoffteil, Kreuzschlitz. Boah, den muss ich auch mal wieder sauber machen. Boah. Jo, Fall oben. So, da ist eine Mutter dahinter. Heide, nein. So, das ist das Kunststoffteil und jetzt geht dann nachher der Dämpfer hier weg, die ist auf jeden Fall mal lose, da weg und da weg. Das heißt, hier hat es 6-Kant-Schrauben drin, schauen wir mal. Sollte ja 6 sein, nehme ich an. Ja. Gut, gut, da kommt mal der Glatter zu. Einmal. Machen wir da nicht. Richtig fein. So, jetzt können die hier raus. Und die hier auch.
dann sollte ich den jetzt ziehen können und hier wegschrauben. So. Gut. Und hier dann das Gummi runternehmen. Oh. Mann. Etwas. Silikonspray. Vielleicht ein Schraubendreher. Ja, und schon geht's. So. Und dann müsste ich diese Kappe hier runterschrauben. Hier halten. So halten. Und dann runterschrauben. So. Hier eine schöne Auflagefläche. Jo, so ist gut. Muss ja nicht sonderlich fest sein. Und dann vielleicht von hier. So geht's, glaube ich, oder? So seht ihr es. Dann schauen wir mal. Was haben wir da? 10? Nee. 12, nee, 13 könnte es sein. Jo. So. Dann hier den Schraubenzieher rein. Jo, geht. Das geht. Ich gehe nicht davon aus, dass das Ding hier rausschnalzt. Dafür geht es zu leicht. Könnte sogar eine Federvorspannung sein. So. Et voilà. Der kommt vorläufig mal wieder da drauf. Ab zum Lackierer. So, und dann mal mit einer feinen Drahtbürste nur ganz sanft hier drüber. Und dann hier oben auch noch. Ohne viel Druck geht das wunderbar runter. So, sieht doch gleich um einiges besser aus. Die hintere Seite machen wir auch. Einfach nur ganz sanft mit der feinen Drahtbürste. Das ist erledigt. Den wischen wir ab mit dem hier. Ein wenig Silikonspray. So. Einmal drüber wischen über das Anschlaggummi. So. Den Kunststoff nehme ich mal runter. Die Kunststoffhülle. Weil da drin knuspert. So, wie man gesehen hat, vielleicht
wieder drin, der Staub und der Dreck drin hängt. Und das mache ich jetzt einfach rein mit dem Finger. Einmal so wischen, einmal so wischen. Und den hier einfach so abwischen. Das Schwarze hier ist halt so. Das wird man nicht wegkriegen. Und dann den Ring hier noch runternehmen, wenn er den runter will und sich nicht verkantet. So. Und dann sieht man hier schon die Oxidation, was das dann nachher zum Kreischen bringt. Und da gehen wir mit der feinen Drahtbürste drüber. Und da kommt dann eine Molekülschicht Fett drauf. Außer wir, da werde ich gleich mal fragen, ob er den vielleicht, damit man das Silberne nicht durchsieht, auch lackiert. So. So, und dann gibt's einen Kabelbinder. Mutter, halt. Die ist auch gelb. Ich will ja nur, dass die Farbe runter ist. So. Gut. Jetzt fällen wir hier die Mutter auf. Dann die Federscheibe. Dann kommt die Scheibe. Die machen wir auch mal schön sauber. Et voilà, wie neu. Das Gummi ist vollkommen in Ordnung. Dann kommt dieses Teil. Nein, da kommt zuerst der Ring. Dann kommt dieses Teil. Dann kommt der Gummi, der hier auch noch weiß, gelb ist. Das machen wir auch schon weg. Beim Zusammenbauen kriegt das Zeug sowieso alles, was es benötigt. So, und die Hülse. Einmal rum. Nein, das gehört nicht dazu. Stoßdämpfer hinten. Vorne, nicht hinten. Und jetzt bin ich bei euch. Ja, ihr Lieben, Neues aus der Werkstatt. Ja, kleiner Rundblick, was mache ich denn so alles und so weiter und so fort. Ja, fertig bin ich noch nicht, aber ja, was heißt fertig bin ich noch nicht? Schon wieder der nächste Auftrag. Ja. Den werden wir aber nicht aufnehmen, weil der ist schon fertig. Jo, Mittwoch, Österreich, Nationalfeiertag und ich bin hier in der Werkstatt. Ja. Ich habe erfolgreich Frauchens Raumschiff hingebogen, hingefrickelt, hingefriemelt und professionell so gut wie durchs Pickerl gebracht. Morgen am Donnerstag werden wir das Pickerl machen, also den TÜV. Dann haben wir hier in Österreich wieder ein Jahr Ruhe. Jo, es war... Ja, ein Stück Arbeit beim Previa, aber ja, was willst du machen? Baujahr 2001, über, was hat der drauf? 230, 200,
oder sogar 280.000, weiß ich, jetzt habe ich nicht drauf geschaut. Ja, der Raumgleiter, Rostbefall, der Kollege, der Mario, der Liebe, hat mir da ein paar Bleche eingeschweißt. Ich habe die jetzt versiegelt und ja, habe noch nach der Handbremse geschaut. Gemacht worden ist Motorlager komplett, also die Motoraufhängungen komplett, inklusive links die Getriebeaufhängung. Und da dürft ihr gerne mal schauen, so rein Interesse halber, und mir in die Kommentare schreiben. Toyota Previa D4D, 2 Liter Diesel, Baujahr 2001, Code, lass mich jetzt nicht lügen, RC3, ACL3, irgendwie sowas. Aber es gibt ja nur diesen einen, Baujahr 2001, 2 Liter D4D. 116 PS, Baujahr 2001, hatte ich ja schon gesagt. Schaut mal, ob ihr da das Getriebelager, die Aufhängung, Motoraufhängung links, da wo das Getriebe aufgehängt ist, ob da ihr noch eins findet. Weil ich bin, glaube ich, der Letzte in Europa, der eins ergattert hat, außer gebraucht. Ich meine, das war auch gebraucht, aber das war relativ neu gebraucht. War nur kurz verbaut und laut dem Schweizer aus der Schweiz oder aus den Niederlanden. Ich habe ja da Teile zusammengeklaubt. Das war ja jenseits von Gut und Böse. Handbremsseile sind neu, Bremsbacken für die Handbremse sind neu. Das ist ja Scheibe, Trommel. Also in der Scheibe ist die Trommelbremse. Alle Motorlager sind neu eingeschweißt. Ist er. Bremsflüssigkeit ist gewechselt. Ja, das war's eigentlich. Jetzt müssen wir noch nach einer Kuppelstange schauen. Links, glaube ich, war das. Die müssen wir noch organisieren. Und dann bin ich momentan dabei, die Ankerbleche, die Spritzschutzbleche für die Bremsen hinten anfertigen zu lassen, beziehungsweise eventuell Coco irgendwas Firma. Mit denen schreibe ich momentan hin und her, weil diese gibt es auch nicht mehr. Für vorne könnte ich noch eventuell welche bekommen, aber das ist jetzt abhängig davon, wie der Rest von der Karosserie aussieht und was der Motor und das Getriebe spricht. Motor und Getriebe ist relativ unauffällig. Ja, er braucht ein bisschen Öl. Bei 280.000 Kilometer sind, ist es ja auch kein Wunder. Ja, mein Passat mit 303.000 Kilometer, der braucht auch ein bisschen Öl, aber das hält sich in Grenzen. Jo. Ansonsten werden wir versuchen, den Previa nächstes Jahr im April nochmal durchs Pickerl zu bekommen. Und ja, aber ich denke schon, ansonsten wird wieder geschweißt wie ein Weltmeister. Gut, das war dieses. Letzte Aufnahme war, glaube ich, der Spritzschutz bei der Vespa. Alles andere habe ich gezeigt. Wie ich das zusammenschneide, werdet ihr ja sehen. Gut, dann sage ich meinen herzlichen Dank für euren Daumen nach oben und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Und wie gesagt, sucht's mal. Und vor allen Dingen die Ankerbleche, Spritzschutzbleche für hinten. Wenn ihr da welche findet, mir bitte Bescheid geben. Ich finde keine. Rechtes Eck. Machen wir mal Neues aus der Werkstatt, aus dem alten Bereich, und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba.